haben gesagt, sie sind schnell und sie sind kostengünstig. Wenn ich mir das hier unten jetzt so anschaue, das sieht aber nicht so umweltschonend aus, oder? Wenn man sich vorstellt, dieser Verlege- oder Schwertschuh ist notwendig, um auch später diesen Kanal für das Rohr, das wir oben gesehen haben, zu formen. Und somit wird das Erdreich aufgespaltet, aufgeschnitten, wird ein Freiraum geschaffen, also ein Kanal. Trotzdem ist es sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich, weil bei diesem System, sie schneiden ja nur den Boden auf. Sie haben keine Bodenvermischung. Okay. Sie haben eine sehr schnelle Verlegung, sehr geringen Kraftstoffverbrauch, also keine Bodenvermischung. Und hinterher wieder eine sehr schnelle Verschließung, das kann mit Bagger arbeiten, kann man hinterher diesen Boden, diesen Aufwurf, der Boden wird aufgebrochen, den kann man wieder verschließen und somit ist das System sehr wirtschaftlich. Das heißt, man faltet wirklich mehr oder weniger die Erde auf mit dieser Schaufel, legt das Kabel rein, drückt einfach wieder drauf und schon ist fertig. So ungefähr ist es zu verstehen und was man auch von der Geschwindigkeit her betrachten soll, man ist 10 bis 20 Mal schneller wie mit dem Baggern. Und dadurch hat man natürlich auch gerade ein Zehntel des Kraftstoffverbrauchs von einer normalen Baggerarbeit. Das ist natürlich 10 bis 20 Mal schneller. Das ist ja wirklich, das sind ja Welten. Ja, das ist ungemein. Und das kann man sich erst vorstellen, wenn man so ein System wirklich auch mal arbeiten gesehen hat.